Das nächste Thema, das jetzt hier beraten wird, wird auch beraten auf Initiative der Grünen. Es geht um den Klimaschutz in Deutschland, um die Klimaschutzpolitik. Insgesamt 6 Anträge haben die Grünen hier vorgelegt. Sie werden alle zusammengefasst in einer Debatte. 2 davon werden dann im Anschluss gleich abgestimmt werden. Es geht darum, dass die Grünen die Bundesregierung auffordern, endlich ernst zu machen mit dem Klimaschutz, mit der Klimaschutzpolitik. Denn anders als es manchmal klingt, hängt da Deutschland doch sehr hinterher. Erste Rednerin ist Bärbel Höhn für die Bündnis Grün. Sie ist die Vorsitzende des Umweltausschusses des Bundestages. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, so wie Professor Riesenhuber das hier gemacht hat, das schaffe ich nicht. Der ganz bedeutend ist ja immer so, wie er seine Reden vorträgt. Man könnte ja sagen, das ist sozusagen der mit der Luft oder mit dem Pult hier tanzt. Also insofern alles Gute an Professor Riesenhuber. Aber ich werde mich gerne seiner Idee anschließen, in 40 Jahren hier nochmal vorbeizugucken und zu sehen, was dann sein wird. Und ich würde mich auch gerne seiner Freizügigkeit der Redezeit anschließen wollen. So, ansonsten werde ich, glaube ich, meine Rede ein bisschen anders halten, aber jeder ist anders und das ist ja auch die Vielfalt des Parlaments. Ja, ich möchte die Klimadebatte hier beginnen mit einer Klimakonferenz, die am Anfang dieser Legislaturperiode stattgefunden hat in Warschau 2013. Und überschattet wurde diese Klimakonferenz in Warschau durch die Zerstörung, die der Taifun Haiyan damals ausgelöst hat auf den Philippinen. Agi Sancho hat uns erzählt, wie er nur durch Zufall wirklich überlebt hat, diesen Taifun. 10.000 Menschen sind gestorben, 4 Millionen Menschen sind obdachlos geworden, sehr viele Millionen haben ihr Hab und Gut verloren und ihre Arbeit und leben jetzt immer noch in einem Provisorium. Und das, meine Damen und Herren, sind die Folgen der Klimakrise. Und deshalb verlangen diese volatilen Staaten, dass wir, dass die Industrieländer die Ursachen für diese Klimakrise endlich angehen und beseitigen. Über 90% der Klimaerwärmung sind bisher in die Meere gegangen. Und das führt dazu, dass die Wasseroberfläche erwärmt ist, mit Energie voll ist und deshalb diese Wirbelstürme eben ganz häufig die schlimme Kategorie von 4 oder 5 erreichen mit den entsprechenden Zerstörungen, die wir da erleben. Und neben diesem vielfachen, millionenfachen Leid der betroffenen Menschen hat uns der Ökonom Niklas Stern sehr deutlich und klar gemacht mit seinen Klimastudien, die Überwindung der Klimakrise ist billiger, als die Schäden zu bezahlen, die passieren und immer gravierender werden, wenn wir nichts tun. Und das bedeutet, wir müssen endlich anfangen, etwas zu machen. Momentan erleben wir die schlimmsten Dürren, die wir in Afrika erlebt haben, eine der schlimmsten. 23 Millionen Menschen sind vom Hungertod bedroht. Das betrifft den Osten Afrikas und den Schatzsee. Und das betrifft dort Millionen Menschen, die auf der Flucht sind und sterben. Laut Berliner Zeitung, das macht es vielleicht deutlich, hatte der Schatzsee mal die Größe Deutschlands und hat jetzt die Größe Berlins. Es herrschen Temperaturen von über 55 Grad. Und weil es kein Wasser mehr gibt, können die Menschen nicht mehr fischen, sie können keine Landwirtschaft mehr betreiben, sie können kein Einkommen mehr beziehen und deshalb müssen sie hungern und deshalb müssen sie fliehen. Und wer die Möglichkeit hat, ja, und das Geld hat, die Reichen unter diesen Menschen, die fliehen nach Europa. Die meisten bleiben dort in Afrika. Und wenn wir diese Klimakrise nicht stoppen, dann hat uns der Bundesentwicklungsminister sehr deutlich gesagt, dann haben wir in Zukunft mit 100 Millionen Klimaflüchtlingen zu rechnen. Und da tragen wir eine Verantwortung. Und deshalb müssen wir hier in Deutschland endlich handeln. Und warum hier in Deutschland? Unser CO2-Ausstoß pro Kopf ist im Jahr 10-mal höher als einer Person auf den Philippinen und 200-mal höher als bei den Menschen, die im Tschad leben. Das heißt, wenn wir alleine nur die letzten 25 Jahre zusammenzählen, wir haben ja auch vorher schon sehr viel CO2 in die Atmosphäre geschickt, alleine nur die letzten 25 Jahre zusammenzählen, haben wir in dieser Zeit pro Person in Deutschland 5.000-mal mehr CO2 in die Atmosphäre geschickt als die Menschen in diesen Dürreregionen Afrikas. Ja? Und dieses CO2
bleibt hunderte von Jahren in der Atmosphäre. Das heißt, je später wir handeln, desto drastischer müssen wir diesen Strukturwandel mehr machen. Das bedeutet andersrum, wir haben keine Zeit zu verlieren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deshalb macht es mich in einer solchen Situation fassungslos, wenn Abgeordnete der CDU, der Berliner Kreis, jetzt Chancen sehen in der Klimaerwärmung. Und wie Sie schreiben, eine eisfreie Nordpassage, neue Fischfangmöglichkeiten und Rohstoffabbau in den Vordergrund stellen. Meine Damen und Herren, das ist zynisch. Das ist zynisch angesichts von diesen Dürrekatastrophen und diesen Überschwemmungen. Das Öl unter dem Nordpol muss im Boden bleiben, meine Damen und Herren. Vor 10 Tagen hatten wir die erste UN-Ozeankonferenz in New York. Sie ist da zu Ende gegangen. Und die UN-Botschafterin von Mikronesien sagte, stirbt der Ozean, sterben wir. Ein Wirtschaftssystem, das auf kurzfristigen Profit setzt und die Nachhaltigkeit unserer Lebensgrundlage nicht berücksichtigt, das ruiniert uns und sich selbst. Die Überfischung, die Vermüllung, die Erwärmung der Meere muss aufhören. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir hier in Deutschland handeln. Wir haben international durchaus einen positiven Ruf, auch einen guten Ruf, ja, weil wir auf Klimakonferenzen auch eine gute Rolle spielen. Aber in Deutschland haben wir Stillstand. Wir haben seit 2 Legislaturperioden von 2009 bis 2016 CO2 nicht mehr reduzieren können. Wir haben ein Plateau. Es sind seit 8 Jahren ist da nichts mehr passiert. Und das, meine Damen und Herren, geht nicht so weiter. Es helfen nicht die schönsten Reden. Es ist blamabel, dass Deutschland seinen CO2-Ausstoß nicht mehr reduziert. Letztes Jahr ist ja dieser Klimaschutzplan aufgestellt worden. Und das war eine Aufgabe, die uns der Paris-Beschluss ja auch hier gegeben hat. Das war am Ende eine Ansammlung von könnte, müsste, prüfen und verstetigen. Am Anfang hat die Bundesumweltministerin richtige Forderungen aufgestellt. Sie hat nämlich damals sogar gefordert, Kohleausstieg in 25 bis 30 Jahren und eine Abgabe für Kohlekraftwerke. Und am Ende standen Subventionen von 1,6 Milliarden für Methusalem-Kohlekraftwerke, meine Damen und Herren. Das war ein großer Fehler und so können wir nicht weitermachen. Denn am Ende ist die Politik eingeknickt vor der Demo der EGBCE und dem Braunkohlenfreund Laschet. Und das können wir nicht so weiter betreiben, weil es am Ende schlimme Folgen hat für die Menschen in diesen Regionen. Wir reden in Großbritannien vom harten oder weichen Brexit. Aber wir müssen das bei diesen Strukturänderungen genauso sehen. Je weniger Zeit wir für den Strukturwandel haben, weil wir am Anfang die Sachen nicht anpacken, desto härter ist dieser Strukturwandel und desto schlimmer ist er für die Betroffenen in den Regionen. Wir müssen klimaschädliche Subventionen abbauen und nicht immer permanent noch erhöhen. Allein in den Jahren 2008 bis 2012, in 4 Jahren, ja, im Wesentlichen unter Schwarz-Gelb, sind die Umwelt- und Klimasubventionen laut Uber von 48 Milliarden auf 57 Milliarden in Deutschland angestiegen. Fast 10 Milliarden in 4 Jahren. Und das, meine Damen und Herren, muss ein Ende haben. Wir können nicht auch noch die Klimakrise subventionieren. Und die Kohle- und Atomkonzerne, die können sich momentan wirklich nicht beklagen über die Entscheidung der Bundesregierung. Eine schlecht gemachte Brennelementsteuer, ja, ist gerade von den Gesetzen und von den Gerichten kassiert worden. 6,3 Milliarden plus Zinsen von 6%. Wo kriegen wir denn eigentlich 6%? Ja? Wo hat eigentlich der Finanzminister so viel Geld, dass er irgendwie mal gerade 6% rausschmeißen kann? 6,3 Milliarden plus Zinsen von 6%. Das hat die Aktien von den Atomkonzernen wieder hochstellen lassen. Das geht in eine falsche Richtung, meine Damen und Herren, weil es zementiert die falschen Strukturen. Damit muss wirklich ein Ende sein. Kanzlerin Merkel hat beim Petersberger Dialog sich klar zum Klimaschutz bekannt. Und sie hat gesagt, nichts könne und werde sie bei der Durchsetzung aufhalten. Und da habe ich mich gefragt, was hat sie da eigentlich gemeint?
Ich kann mich erinnern an eine Kanzlerin, die ganz persönlich nach Brüssel geeilt ist und dort schon beschlossene, ehrgeizige Grenzwerte für PKWs aufgeweicht hat und den Autobauern in Deutschland damit das Zeichen gegeben, weiter so, macht weiter so, ihr braucht nicht zu ändern. Und das, meine Damen und Herren, war verheerend. Seit dieser Zeit geht der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, zwischen Spritverbrauch bei den Autos, ja, immer mehr auseinander. 2009 hat er noch 10% betragen und jetzt mittlerweile 40%. Das heißt, auch wenn sie es nicht gewollt hat, es war ein Zeichen an die Automobilhersteller, ihr könnt jetzt anfangen zu tricksen und zu schummeln. Und das war ein schwerer Fehler, weil er die notwendige Umstrukturierung der Automobilindustrie nicht eingeleitet hat und weil er damit mittelfristig Hunderttausende von Arbeitsplätzen hier gefährdet. Das darf in Zukunft nicht mehr sein. Wir brauchen Planungssicherheit, was den Kohleausstieg angeht, und wir brauchen eine Verkehrswende und keine vagen Umschreibungen. So, meine Damen und Herren, ich komme ans Ende meiner letzten Rede hier im Bundestag. Und ich möchte einen ganz wichtigen Punkt am Ende noch mal kurz ansprechen. Nach 27 Jahren, die ich im Parlament und in Ministerien als Ministerin hier gearbeitet habe. Ich habe eben mehrfach von Langfristproblemen beschrieben. Und ich glaube, das Problem in unserer Politik ist, dass wir viel zu häufig viel zu kurzfristig entscheiden. Ja, da sind diese Pressekonferenzen der Wirtschaft, die alle Vierteljahr stattfinden. Da befinden wir uns im Dauerwahlkampf. Und das gibt den Takt vor. Und das ist ein ganz großer Fehler, weil wir dann immer schauen, das Hemd ist uns näher als die Jacke. Und es ist ja noch Zeit. Die Langfristprobleme brauchen wir nicht anzugehen. Ich kann einfach nur sagen, ich sehe das mit großer Sorge. Ich habe Kinder und ich habe Enkelkinder. Und ich möchte, dass wir diesen Kindern und Enkelkindern, und die meisten von Ihnen haben das auch, oder wenn Sie es nicht haben, kennen Sie Leute, die das haben. So, und deshalb sage ich, wir müssen unseren Kindern und Enkelkindern diese Welt so übergeben, wie wir sie selber erhalten haben. Wir können nicht die ganzen Fehler, die wir machen, unseren nachfolgenden Generationen aufbürden. Das geht nicht, meine Damen und Herren. Ich möchte aber eins sagen, wir haben durchaus auch Erfolge gehabt, auch in diesen Sachen. Und das war immer dann, wenn wir fraktionsübergreifend gearbeitet haben. Und wenn wir über Legislaturperioden und auch über andere Mehrheiten hinaus gearbeitet haben. Und das war beim EEG lange Zeit, das war vor 10 Jahren beim Klimaschutz und das war in dieser Legislaturperiode bei der Findung des Atommüllendlagers. Und bei allen diesen Abgeordneten, die da mitgemacht haben und die in ihren eigenen Fraktionen, häufig anders als wir Grünen, aber in ihren eigenen Fraktionen wirklich auch harte Arbeit leisten mussten, denen möchte ich insbesondere meinen ganz großen Dank aussprechen. Ansonsten möchte ich mich Elisabeth Scharfenberg von heute Morgen anschließen, die den ganzen Mitarbeitern so gedankt hat. Da fehlt mir jetzt die Zeit. Aber ansonsten fand ich es gut, dass diejenigen, die nicht meiner Meinung waren, mir trotzdem zugehört haben. Auch dafür herzlichen Dank. Ich fand es gut, dass ganz viele der Kollegen meiner Meinung waren und dass wir wirklich gemeinsame Projekte auf den Weg gebracht haben, die sehr viel Spaß gemacht haben. Das ist gerade, wenn man in der Opposition ist, gar nicht so schlecht, ja, wenn das auch möglich ist. Und ich möchte mich natürlich insbesondere auch bei den Mitgliedern des Umweltausschusses bedanken. Die haben ja nämlich die Arbeit erleichtert als Vorsitzende. Also das war wirklich sehr angenehm mit Ihnen. Und ich möchte mich auch beim Ministerium, bei der Ministerin bedanken, weil wir gerade auf internationalen Konferenzen, glaube ich, wirklich sehr gut zusammengearbeitet haben und es auch erreicht haben, dass wir Deutschland dort gut repräsentiert haben. Also herzlichen Dank für alle, die in diesem Sinne hier Arbeit geleistet haben. Also ich wünsche in Zukunft nachhaltige und weise Entscheidungen zum Wohle unserer Bevölkerung. Und ich habe noch eine Info, die wird viele von Ihnen vielleicht interessieren. Auch wenn ich gehe, die Bundestagsbienen werden, wenn sie es wollen, hier bleiben können. Also insofern machen Sie es weiterhin gut und ein bisschen schön Bundestagshonig. Dankeschön. Bärbel Höhn war das am Ende eines langen politischen Lebens hier. Ihre Abschiedsrede zum Ende dieser Legislatur. Sie ist lange Abgeordnete, sie war Ministerin in Nordrhein-Westfalen und sie hat hier noch einmal zum Abschied einen flammenden Appell für mehr Klimaschutz im Land geleistet.
Sie hat auch gesagt, dass es ein grundsätzliches Problem mit der demokratischen Politik gebe, und das ist die Kurzfristigkeit der Entscheidungen, die eben den langfristigen Problemen oftmals nicht gerecht werde. Diese Probleme, die würden nicht angegangen. Ausschussvorsitzenden, ich weiß, wovon ich rede. Partei ist für die Interessen der Mitglieder des Umweltausschusses in diesem Haus. Vielen herzlichen Dank, alles, alles Gute. Und wie hat Drude Herr gesungen? Niemand gibt man so ganz oder so ähnlich. Niemals, niemals gibt man so ganz. Irgendetwas bleibt hier, es bleibt viel hier. Und wir werden uns sehen, wahrscheinlich wieder in Bonn bei der großen Klimakonferenz im November. Bärbel, vielen Dank und alles Gute. Bärbel Höhn bekommt hier die Glückwünsche und Umarmungen ihrer Fraktionskolleginnen und Kollegen. Derweil geht die Debatte weiter. Nächste Rednerin ist Anja Weisgerber für die Union. Nächste Rednerin Dr. Anja Weisgerber für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen. Bedauern und Ärger, das sind die Worte, die beschreiben, was ich fühlte, als Trumps Drohungen aus dem Pariser Klimaabkommen auszusteigen dann Realität wurden. Diejenigen, die in Paris dabei waren, die haben das sogenannte Momentum von Paris gespürt. Alle waren mit an Bord. Einer ist jetzt von Bord gegangen. Mit dieser Entscheidung des zweitgrößten Treibhausgasemittenten schadet Trump nicht nur dem Klima, sondern er schadet auch seinem eigenen Land. Er schadet der US-Wirtschaft, und er hat ihr damit eigentlich sogar einen Bärendienst erwiesen. Ich erinnere mich gut an die Worte des damaligen US-Außenministers Kerry in Marrakesch bei der Klimakonferenz, als er sagte, der Markt in den USA, der Markt will dieses Abkommen, der Markt will die Entwicklung von Umweltinnovationen, von erneuerbaren Energien. Schon längst hat die US-Wirtschaft die Chancen einer nachhaltigen Energie- und Industriepolitik erkannt, und Investitionen werden verstärkt von fossilen Energien in erneuerbare Energien und Umwelttechnologien gelenkt. Ich bin überzeugt, viele Menschen, Kommunen und US-Bundesstaaten und die Wirtschaft in den USA denken anders. Es gibt ja schon einzelne Bundesstaaten, Kalifornien und Colorado, die sich distanziert haben, und auch über 82 Bürgermeister haben sich zusammengeschlossen und trotzen der Antiklimapolitik Trumps. Sie verfolgen weiterhin den Klimakurs, der unter Obama eingeschlagen wurde, und das 2-Grad-Ziel, und das ist gut so, meine Damen und Herren. Meine Kolleginnen und Kollegen, warum rede ich über die USA? Weil die Welt seit dem 1. Juni in Sachen Klimaschutz noch enger zusammengerückt ist. Es ist eine noch stärkere jetzt erst Rechtsstimmung entstanden. Unmittelbar nach der Bekanntgabe des Austritts gab es, und das ist ebenso sehr, sehr gut und ein gutes Signal gewesen, eine gemeinsame Klarstellung Deutschlands, Italiens, Frankreichs, dass es keine Neuverhandlungen des Abkommens geben wird mit ihnen. Das ist aus meiner Sicht nur konsequent. Klimaschutz wird ohne die politische Spitze der USA sicher schwieriger, aber er wird auch ohne sie gelingen. Im Gegenteil, wir werden dann die wirtschaftlichen Vorteile haben. Wir werden die wirtschaftlichen Chancen nutzen bei der Entwicklung von Umweltinnovationen, wenn wir uns an die Spitze der Bewegung setzen. Bei mir im Wahlkreis wurde der weltweit größte Prüfstand, das größte Prüfzentrum für Großkugellager eingeweiht. Solche Projekte müssen in Deutschland stattfinden. Das schafft und sichert Arbeitsplätze, das verbindet Umwelt- und Klimapolitik mit Chancen für die Wirtschaft, meine Damen und Herren. Der Klimaschutz wird gelingen, weil Staaten wie Deutschland voranschreiten. Wir machen die German-Energiewende, wie es auf internationaler Ebene heißt. Alle Staaten schauen gespannt, wie wir das bewältigen. Und ein Beispiel dafür, wie wir es bewältigen, ist der Klimaschutzplan 2050. Sie waren dabei. Wir haben auf der internationalen Klimakonferenz in Marrakesch dafür Lob und Anerkennung geerntet. Wir waren die Ersten, die einen solchen Langfristplan vorgelegt haben. Das müssen Sie, werte Kolleginnen und Kollegen von der Opposition, auch einmal anerkennen. An dieser Stelle möchte ich sagen, und das möchte ich auch im Namen der Union sagen, die Berliner Erklärung, werte
Kollegin Höhn, ist eine Erklärung von ganz wenigen Abgeordneten. Und ich möchte mich als Klimapolitikerin ganz klar davon distanzieren. Und ich sage das auch im Namen der meisten Kollegen hier im Saal und auch im Namen der Union. Meine Damen und Herren, wir wollen Klimaschutzpolitik, die sich ambitionierte Ziele setzt. Diese Ziele aber müssen auch erreichbar sein. Dabei müssen wir immer die Auswirkungen auf die Wirtschaftskraft Deutschlands, unsere Wettbewerbsfähigkeit und die Arbeitsplätze beachten. Wir nehmen damit unsere Verantwortung wahr, sowohl gegenüber dem Klima und der Umwelt als auch gegenüber den Menschen, den Unternehmen mit ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Unsere Schlagworte dabei sind, die wir auch in den Klimaschutzplan reingebracht haben, Technologie- und Innovationsoffenheit, Europakonformität, Anreiz statt Zwang, Versorgungssicherheit, Kosten-Nutzen-Analyse. Denn mit jedem eingesetzten Euro müssen wir schauen, dass wir so viel wie möglich CO2 einsparen. Und wenn wir Festlegungen für die kommenden Jahrzehnte treffen, dann müssen diese gut überlegt sein. Und deswegen ist es gut, dass die Bundesregierung intensiv um den Plan gerungen hat. Der Klimaschutzplan zeigt den Weg auf hin zu einer weitgehenden Treibhausgasneutralität im Jahr 2050. Und dazu gehört auch der schrittweise sozialverträgliche und durch Strukturmaßnahmen begleitete Ausstieg aus der Kohlenutzung. Frau Kollegin Weisgerber, haben Sie, lassen Sie zu, eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Frau Leidig von der Linken. Ja, bitte. Ja, Frau Kollegin Weisenberger, ich habe gerade vernommen, dass ein zentrales Anliegen Ihrerseits ist, dass mit jedem investierten Euro möglichst viel Klimaschutz gemacht werden kann. Nun arbeite ich als verkehrspolitische Sprecherin der Linken im Verkehrsausschuss. Dort haben wir das größte Investitionsprogramm der Bundesregierung, also sozusagen aktives Investitionsprogramm mit dem Bundesverkehrswegeplan 2030. In dieser Legislatur und in diesem Jahr verhandelt und Sie haben es mehrheitlich beschlossen. Und ich würde gerne von Ihnen wissen, wie Sie das einschätzen, dass für 55 Milliarden Euro neue Autobahnen gebaut werden sollen, dass auf 40% mehr Lkw-Verkehr auf unseren Straßen gezielt wird mit diesem Plan, den Sie mit also Ihrer Fraktion mehrheitlich mit Ihrer Mehrheit beschlossen haben und wo dort sozusagen das Verhältnis zum Klimaschutz zu sehen ist. Zum Bundesverkehrswegeplan ist ganz klar zu sagen, wir brauchen die Infrastruktur, wir brauchen die Investitionen in die Straßen und wir müssen auch in dem Zusammenhang auch auf alternative Antriebsarten setzen. Und deswegen haben wir auch im Verkehrssektor im letzten Jahr die Bundesregierung ein umfassendes Maßnahmenpaket zur Elektromobilität verabschiedet. Steuerliche Abschreibungen für Dienstwagen, 300 Millionen Euro für Ladesäulen, die Kaufprämie und die Ladesäuleninfrastruktur wird insgesamt auch vorangebracht. Wir brauchen die alternativen Antriebsarten. Wir brauchen natürlich auch den Bahnverkehr. Aber die Investitionen in die Infrastrukturen und die Straßen sind auch wirklich wichtig für den wirtschaftlichen Aufschwung und auch für unsere wirtschaftliche Situation in Deutschland. Meine Damen und Herren, ich gehe weiter mit meiner Rede, fahre fort. Ich habe gerade über den Kohleausstieg gesprochen. Und möchte an der Stelle sagen, die Kommission Wachstum, Strukturwandel und Regionalentwicklung soll in dem Bereich auch den Strukturwandel letztendlich gestalten. Es ist wichtig, dass die Kommission schnellstmöglich die Arbeit aufnimmt. Und dabei müssen auch die Auswirkungen auf die gesamte Wertschöpfungskette betrachtet werden. Zum Beispiel stammt heute weit über die Hälfte des Gipsbedarfs in Deutschland in Form von Reha-Gips aus Rauchgasentschwefelungsanlagen von Kohlekraftwerken. Fällt der Reha-Gips als wichtiger Baustoff weg, wird mehr Gips in Natur abgebaut. Sie sehen, die Frage des Kohlebergbaus und des Strukturwandels betrifft nicht nur den Kohlesektor, sondern hat Auswirkungen auf die verschiedensten Sektoren und Bereiche. Ein weiteres Novum des Klimaschutzplans ist, dass er ein neues nationales Klimaziel von 55% Treibhausgasminderung bis 2030 festlegt. Dazu wird zum ersten Mal auch ganz konkret festgelegt, wie die Minderungsziele in den einzelnen Sektoren sind. In der Energiewirtschaft, im Gebäudebereich, im Verkehr, in der Industrie
aber auch in der Land- und Forstwirtschaft. Und zudem skizziert der Klimaschutzplan auch schon erste Maßnahmen. Und im nächsten Jahr werden wir ein umfassendes Maßnahmenpaket bekommen, das letztendlich dann auch den weiteren Weg beschreibt. Und dieses Maßnahmenpaket wird auch alle 5 Jahre fortgeschrieben. Wir haben in den einzelnen Sektoren in den letzten Jahren schon wichtige Maßnahmen auf den Weg gebracht. Ich kann jetzt nur einzelne nennen. Im Verkehrsbereich habe ich die Maßnahmen zur Elektromobilität dank der Zwischenfrage bereits erwähnt. Im Gebäudebereich haben wir das Gebäudesanierungsprogramm bis 2018 verstetigt und auf 2 Milliarden Euro aufgestockt. Und außerdem sage ich, und das sagen auch die Grünen in ihrem Antrag oder in einem ihrer Anträge, die ich umfassend auch studiert habe, dass wir dringend die steuerliche Förderung der energetischen Gebäudesanierung brauchen. Insofern, in dieser Aussage sind wir uns ja einig. Zudem gibt es Marktanreizprogramm für die erneuerbaren Energien im Wärmebereich. In der Landwirtschaft gibt es die Energieberatung für landwirtschaftliche Unternehmen, die eingeführt wurde. Die Düngeverordnung ist durch Bundestag und Bundesrat. In der Industrie setzen wir auf das europäische Instrument des Emissionshandels, das jetzt gerade auch durch eine umfassende Reform auf neue Füße gestellt wird und gestärkt wird. Und insgesamt ist es uns gelungen, das muss an der Stelle auch mal gesagt werden, das Wirtschaftswachstum vom CO2-Ausstoß zu entkoppeln. Das ist auch eine Leistung. Wir brauchen aber auch die Akzeptanz der Bürger, und deswegen ist es gut aus meiner Sicht, dass zum Beispiel Forderungen wie die Halbierung des Fleischkonsums aus dem Klimaschutzplan gestrichen wurde, weil das wäre eine Bevormundung der Bürger gewesen. Meine Damen und Herren, werte Präsidentin, ich komme zum Schluss. Der Klimaschutzplan ist ambitioniert, er gibt der Wirtschaft einen klaren Pfad vor. Und er gibt ihr damit auch die notwendige Planungssicherheit. Lassen Sie uns gemeinsam in den nächsten Jahren an der Umsetzung des Klimaschutzplans arbeiten. Wenn im nächsten Jahr das Maßnahmenpaket vorliegt, haben wir auch wiederum eine Möglichkeit, die Klimapolitik aktiv mitzugestalten und der Welt zu zeigen, dass es Deutschland weiterhin ernst meint mit dem Klimaschutz. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Deutschland meint es ernst und meint es auch weiterhin ernst mit dem Klimaschutz, sagt Anja Weisgerber für die CDU-CSU-Fraktion. Nächste Rednerin ist die energie- und klimapolitische Sprecherin der Linksfraktion, Eva Bulling-Schröter. Liebe Kolleginnen und Kollegen, stellen Sie sich vor, Deutschland hat einen Klimaplan und keiner hält sich daran. Genau das ist nämlich der Zustand der deutschen Klimapolitik. Es klafft eine riesige Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Seit 2009 steht die deutsche Klimapolitik nämlich so gut wie still, und das ist ein Skandal. In all diesen Jahren sitzen Christdemokraten, Sozialdemokraten und Wirtschaftsliberale im Kanzleramt. Sie sind verantwortlich für das Verfehlen der deutschen Klimapolitik und der Klimaschutzziele. Trotzdem und besonders gerne im Wahljahr geht ja Kanzlerin Merkel mit einem Sauberfrau-Image hausieren, Deutschland sei ein Vorzeigeland des Klimaschutzes. Jetzt beim anstehenden G20-Gipfel in Hamburg wird sie sich vor Trump und der Staatenwelt wieder als große Klimaretterin aufblustern. Und ich sage Ihnen, das ist Wahlkampfheuchelei auf Kosten der Umwelt und auf Kosten der Menschen. Denn die Wirklichkeit sieht ganz anders aus. Seit 8 Jahren stößt Deutschland fast dieselbe Menge an Klimagasen in die Luft. 2009 waren es 907 Millionen Tonnen CO2 und 2016 waren es 906 Millionen. Der Verkehr sogar noch mehr als 1990. Klimasauerei also seit dem Mauerfall. Deutschland wird seine Klimaziele verfehlen, und zwar krachend. Ein Klimaziel übrigens, das seit Jahren vom Abriss der schmutzigen DDR-Industrien profitiert. Denn ein Großteil der deutschen Emissionsminderungen gehen auf das Konto der ostdeutschen Deindustrialisierung. Und das sollten wir nicht vergessen, liebe Kolleginnen und Kollegen. So, und was macht jetzt die Regierung? Die stellt sich ernsthaft hin, klopft sich auf die Schulterpolster, lobt sich für eine Klimaschutzpolitik, die ihren Namen wirklich nicht verdient hat. Und ich sage Ihnen, das ist Verrat am Pariser Klimaschutzabkommen. Und das ist keine Klimaschutzpolitik nach Plan, das ist Klimaschmutzpolitik. Und wir alle wissen, dass die Zeit, die Klimaveränderungen aufzuhalten, immer knapper wird.
Ein Jahr mit Hitzerekord jagt das nächste. 2015 und 2016 waren die wärmsten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Schlimme Hitzewellen stehen an, um nur eine Folge zu nennen. Ein Drittel der Menschheit ist von lebensbedrohlichen Temperaturen bedroht. Machen wir weiter wie bisher, sind 2100 drei Viertel der Erdbevölkerung an mindestens 20 Tagen im Jahr lebensgefährlichen Hitzewellen ausgesetzt. Und es trifft eben nicht nur Menschen in Pakistan oder Nigeria. In Europa hat die Hitzewelle von 2003 über 70.000 Menschen das Leben gekostet. 70.000 Menschen. Das heißt also, die deutsche Klimaschutzlücke kostet Menschenleben. Und wer das nicht versteht, der hat seinen Auftrag als Politikerinnen und Politiker eben nicht verstanden. Der handelt grob fahrlässig und ich sage auch unmenschlich. Und seinen Beruf verfehlt haben auch die hier im Hause, die sich gegen eine Klimaschutzgesetzgebung stellen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Mitglieder des Bundestages, die gewählt sind, um Gesetzgebung zu betreiben, weigern sich, ein Gesetz zum Klimaschutz zu erlassen. Der Klimaschutzplan ist ja nur ein Ersatz für ein Gesetz. Nichts davon, was in dem Papierchen steht, ist verbindlich, das muss man wissen. Nichts von diesem weichgespülten Dekarbonisierungsfahrplan hat Gesetzeskraft. Und was hören wir aus Nordrhein-Westfalen? CDU und FDP machen den Trump und kassieren Deutschlands erstes Landesklimaschutzgesetz. Da kann ich nur sagen, pfui. Das ist, und was ist das? Das ist ein Dienst am Kapital, am Privatprofiten von wenigen. Und ein Angriff auf die Allgemeinheit. Wir aber sind Politikerinnen und Politiker und dem Grundgesetz verpflichtet. Artikel 20a fordert den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, also auch des Klimas. Gerade auch für die kommenden Generationen, und zwar, ich zitiere, durch Gesetzgebung. Das heißt also, geben Sie sich endlich einen Ruck. Hören Sie nicht mehr auf die Lobbys der Autohersteller, der Kohle, der Dinosaurier, der Erdölindustrie und verabschieden Sie endlich ein Klimaschutzgesetz, das seinen Namen auch verdient. Steuern Sie um. Und zum Schluss noch, im November ist ja die Bundesklimakonferenz. Und ich denke, es wird viele NGOs, viele Initiativen geben, die dort ihre Meinung sagen, die demonstrieren. Und ich fordere heute schon, dass wir gemeinsam dort demonstrieren und sagen, wir wollen keine Klimaveränderungen, wir wollen eine konsequente Klimapolitik. Wir sehen uns also dann spätestens auch in Bonn wieder. Eva Bulling-Schröter war das für die Linksfraktion. Als nächstes jetzt die zuständige Ministerin Barbara Hendricks, die Bundesumweltministerin. Sie gehört der SPD an und trägt Verantwortung für den Klimaschutzplan 2050, der ja hier auch diskutiert wird. Zunächst, Frau Kollegin Höhn, herzlichen Dank für alles. Ihnen auch, Frau Kollegin Bulling-Schröter, herzlichen Dank. Ich will Ihnen aber auch versichern, ich habe gar keine Schulterpolster. Und jetzt fahren wir fort. Die letzten Jahre, das waren vier gute Jahre für den Klimaschutz. Als eines der ersten Länder überhaupt haben wir eine Langfriststrategie in Richtung Treibhausgasneutralität verabschiedet. Mit klaren Zielen für das Jahr 2030 und mit einer klaren Orientierung in Richtung 2050, nämlich weitgehende Treibhausgasneutralität. Das ist eines der ambitioniertesten Vorhaben in der Geschichte unserer Volkswirtschaft. Und es ist auch ein wirklich ambitioniertes Vorhaben im Vergleich zu dem, was die anderen Industrieländer bisher geliefert haben. Natürlich, es geht immer noch mehr. Das sage ich auch mit Blick auf das 2020-Ziel. Aber auch diesem Ziel sind wir ein großes Stück näher gekommen. Das Aktionsprogramm Klimaschutz hat die Lücke, die uns dort die Vorgängerregierung überlassen hatte, deutlich verringert. Wie gesagt, wir sind noch nicht am Ziel, das ist richtig. Aber das Ziel ist und bleibt erreichbar, davon bin ich nach wie vor überzeugt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben den Einstieg in den Ausstieg aus der Braunkohle gemacht. Wir haben begonnen, die schmutzigsten Kraftwerke abzuschalten.
Wir haben die Mittel für den Energie- und Klimafonds um über 50% auf über 3 Milliarden erhöht. Wir geben damit mehr Geld für den Klimaschutz aus als je zuvor. Wir haben die Untätigkeit bei der Energiewende beendet. Vor allem haben wir etwas wirklich Großes, etwas Entscheidendes für die Zukunft des Planeten erreicht, das Abkommen von Paris. Das erste weltweit bindende Klimaschutzabkommen, das ist deutlich mehr, als wir vor 4 Jahren zu hoffen gewagt hätten. Und auch, falls Sie, liebe Kolleginnen von den Grünen, nicht immer ganz zufrieden sind, pragmatische Schritte sind allemal mehr wert als leere Worte oder bloße Worte. In den Ländern. In den Ländern, in denen Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, mit der CDU regieren, in Hessen und in Baden-Württemberg, ist Ihr Eifer durchaus überschaubar. Fakt ist, unsere Klimapolitik wirkt, national und auch international. Das habe ich gerade in den vergangenen Wochen auch wieder erlebt, in New York bei der UN-Konferenz zum Schutz der Meere, die Sie schon angesprochen haben, Frau Kollegin Höhn, auch in Kalifornien, wo wir eine engere Zusammenarbeit beim Klimaschutz vereinbart haben, und beim G7-Umweltministertreffen in Italien. Die Ankündigung von Präsident Trump, aus dem Pariser Abkommen auszusteigen, hat uns natürlich enttäuscht. Selten wurde eine politische Entscheidung aufgrund so vieler falscher Annahmen getroffen. Diese Ankündigung übergeht all jene Menschen, die schon heute unter dem Klimawandel leiden, und all diejenigen, die nach uns kommen. Sie haben eindrücklich in Ihrer Rede darauf hingewiesen, Frau Kollegin Höhn. Fakt ist aber auch, diese Entscheidung hat die übrigen Länder enger zusammengebracht, von China über Indien bis nach Kanada und auch Russland. Und das gibt dann auch wieder neue Motivation für die Klimakonferenzen in Bonn und in Polen. Paris ist kein Selbstläufer. Ja, das ist klar, das haben wir auch nie geglaubt. Aber wir wollen Paris zum Erfolg führen. Und ich habe die Hoffnung, dass die klare Botschaft der anderen Staaten, die schon vom G7-Gipfel ausging, auch vom G20-Gipfel in Hamburg ausgehen wird. Den Kampf gegen den Klimawandel werden wir als Weltgemeinschaft gemeinsam führen und auch gemeinsam gewinnen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Welt ist auf ihrem Weg in Richtung Treibhausgasneutralität doch nicht mehr aufzuhalten. Die Frage für uns ist nur, ob wir dem Fortschritt auf diesem Weg hinterherlaufen oder ob wir voranschreiten. Wir brauchen eine langfristig verlässliche Politik, die klare Signale gibt. Das liegt übrigens auch natürlich im Interesse der betroffenen Branchen, eine Selbstverständlichkeit. Die schlechteste Wirtschaftspolitik ist eine, die Veränderungen aus dem Weg geht, die auf kurzfristigen Gewinn anstelle von nachhaltigem Wohlstand setzt. Das hat aber auch noch nicht jeder verstanden. Ich dachte wirklich, wir wären da weiter. Die Art und Weise, wie Umweltpolitik von der zukünftigen Koalition in NRW allem Anschein nach begriffen wird, überrascht mich schon. Die Kolleginnen und Kollegen in Düsseldorf scheinen zu glauben, es reiche aus, sich auf die Mindestvorgaben aus Brüssel zu beschränken. Sie hoffen, dass der Emissionshandel dann schon alles richten wird. Das ist nicht genug für ein Bundesland, das zu den innovativsten Wirtschaftsräumen ganz Europas gehört. Beim Lesen des Koalitionsvertrages hatte ich den Verdacht, dass die Thesen des Berliner Kreises doch mehr Beachtung in der Union finden, als man annehmen möchte. Ausgerechnet dem IPCC, also gerade dem Gremium, das Politik wissenschaftlich zu Klimafragen berät, zu unterstellen, es betreibe einen Weltrettungszirkus, das ist schon erstaunlich. Wenn der Berliner Kreis, Herr Kollege Lengsfeld, vielleicht nehmen Sie das zur Kenntnis, vorschlägt, die wissenschaftliche Beratung auszudünnen und den IPCC nur noch alle 10 Jahre zu Wort kommen zu lassen, dann sage ich, willkommen, Herr Kollege, im postfaktischen Zeitalter. Unsere Antwort auf den Klimawandel kann nicht sein, die Wissenschaft zu ignorieren. Und ich danke Ihnen sehr, Frau Kollegin Weisgerber, dass Sie sehr deutlich die Position der Union anders hier klargemacht haben. Meine Hochachtung dafür. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist an der Zeit, dass wir Klimaschutz als eine Komponente unseres politischen Handelns insgesamt begreifen. Der Energiesektor und der Gebäudesektor sind hier ja in den vergangenen Jahren in eine beachtliche Vorleistung getreten. Es wird Zeit, dass der Verkehrssektor und die Landwirtschaft folgen. Der Umweltschutz ist eben kein Gegner unserer Automobilkonzerne oder Landwirte. Im Gegenteil. Nur wenn sich die deutschen Autobauer von Diesel und Benzin nach und nach verabschieden, werden sie in Zukunft erfolgreich sein. Nur wenn die Landwirtschaft ihre Umweltprobleme in den Griff bekommt, ist sie zukunftsfähig.
Klimaschutz ist kein Gegner, er ist Partner. Zugleich gilt, wir müssen die Akzeptanz im Klimaschutz im Auge behalten. Die Unterstützung für eine ehrgeizige Klimaschutzpolitik in Deutschland ist hoch. Aber auch das ist nicht für alle Zeit gesichert. Und es wäre Augenwischerei, wenn wir davon ausgingen, als geschehe der notwendige Wandel ohne Interessengegensätze. Es kommt deshalb darauf an, die Akzeptanz immer wieder aufs Neue durch eine breite Beteiligung auch zu fördern. Der Klimaschutzplan 2050 bietet da eine Fülle von Anknüpfungspunkten. Uns kommt es darauf an, die Chancen und die Lasten dieses Wandels fair zu verteilen. Wir brauchen einen gerechten Wandel. Ich glaube übrigens, das wollen auch Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen. Aber man muss eben auch mit den Menschen reden, die zum Beispiel Angst haben, ihre Arbeit zu verlieren. Und man muss verlässlich sein. Sie beschließen im November auf der Bundesdelegiertenkonferenz in Münster das Kohleausstiegsjahr 2025. Im Januar in der Bundestagsfraktion 2037. Und im Wahlprogramm steht jetzt 2030. Sie haben Klimaschutz und Kohleausstieg zu Ihren wichtigsten Themen für die nächste Legislatur erklärt. Kann man dann derart beliebig damit umgehen? Frau Ministerin, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Annalena Baerbock? Ja. Gut. Vielen Dank, Frau Ministerin. Ich habe jetzt Ihrer Rede die 7 Minuten gelauscht und Sie haben ja ausgeteilt in alle Richtungen, wer alles was falsch macht. Wir sind ja nur gerade in einer dramatischen Situation weltweit. Also der Klimakollaps schreitet immer weiter voran. Trump tritt aus dem Abkommen aus. Und wir haben jetzt uns schon gefragt, was ist eigentlich die Antwort der Bundesregierung außer Empörung nach dem ersten Tag. Und ich hatte gehofft, dass Sie heute hier im Deutschen Bundestag kurz vor dem G20-Gipfel eine klare Ansage machen, womit jetzt die Bundesregierung und vor allen Dingen die Bundesumweltministerin reagiert auf diesen Zustand in der Welt. Wir hatten gestern ja auch die Diskussion. Ich hatte gestern schon gefragt, was ist jetzt mit dem Emissionshandel? Sie wollten dem vom Kopf auf die Füße stellen, so war Ihre Ansage. Jetzt ist der Europäische Rat. Nichts kommt von Deutschland, wie man den Emissionshandel wirklich anschärfen will. Man unterstützt manchmal irgendwelche anderen Länder, aber eigentlich will man die Stahlindustrie sichern. Die andere Frage ist Kohleausstieg. Das hatten Sie auch mehrere Jahre angekündigt, dass das kommen muss. Jetzt soll 2018 diese Kommission kommen. Da gestern auch meine Frage im Ausschuss. Wenn Trump da jetzt aussteigt, müssen wir Europäer nicht sagen, jetzt erst recht. Macron hat dazu einen Aufschlag gemacht. Auch da die Frage, was sagt eigentlich die deutsche Bundesregierung und die deutsche Umweltministerin? Wollen wir gemeinsam mit Macron jetzt rangehen, die europäischen Klimaziele, wo eigentlich stand mindestens 40%, jetzt anschärfen? Nichts haben Sie dazu gesagt. Und jetzt werfen Sie uns auch noch vor, dass wir einen ganz konkreten Vorschlag machen, wie wir aus der Kohle aussteigen können, weil Sie das nämlich in diesen 4 Jahren nicht gebacken haben. Ich kann Ihnen das genau erklären, wie wir das vorschlagen. Wir haben das durchgerechnet, analog CO2-Budget für jedes Kraftwerk, was es erreichen muss, damit es die Pariser Klimaziele einhält. 20 Kraftwerke abschalten, damit wir das Klimaziel, was Auftrag Ihrer Bundesregierung war fürs Jahr 2020, auch noch erreichen können. Und das gemeinsam mit den Regionen, damit das sozialverträglich ist. Sie können das gerne kopieren und dann erreichen Sie auch Ihr deutsches Klimaziel, was Sie in 4 Jahren nicht geschafft haben. Herzlichen Dank. Frau Kollegin Baerbock, nehmen Sie zur Kenntnis, dass wir auch in den Klimaschutzplan 2050 hineingeschrieben haben, dass wir im Jahr 2018 diese Kommission einsetzen werden, also im nächsten Jahr, die einen sozialverträglichen Kohleausstieg vorbereiten wird, der die Menschen mitnimmt. Selbstverständlich werden wir unsere Klimaziele in Europa umsetzen und wir wissen auch, dass es mindestens 40% heißt. Selbstverständlich werden wir spätestens bis zum Jahresende einen ordentlichen Emissionshandel, also eine Erneuerung des europäischen Emissionshandels hinbekommen, mit einem damit verbundenen Burden-Sharing, wie Sie wissen, zwischen den europäischen Ländern. Natürlich gibt es dort unterschiedliche Interessenlagen, das ist klar, aber wir werden das hinbekommen und wir werden die Menschen mitnehmen dabei. Denn, wie ich eben schon ausgeführt habe, Akzeptanz für den Klimaschutz wird man nur erhalten, wenn man die Menschen auch mitnimmt. Es geht um den gerechten Klimaschutz.
Klimaschutz. Sie versprechen zum Beispiel einen Beteiligungsprozess, verschicken aber das Ausstiegsdatum gleich mit. So kann man eine Beteiligung ja offenbar nicht machen. Sie sagen, wir können über alles reden, aber 2030 ist Schluss. Das ist also nur die Illusion einer Beteiligung. Sie nehmen eben die Menschen nicht ernst. Sie entscheiden auf Parteitagen. Sie entscheiden auf Parteitagen. Sie entscheiden auf Parteitagen über die Köpfe der Menschen hinweg. Andersrum wird ein Schuh draus. Wir müssen, und zwar direkt nach der Bildung der neuen Regierung, alle Akteure an den einen Tisch holen. Die Gewerkschaften, die Arbeitnehmervertreter, die Unternehmen, die Regionen, die Umwelt und die Wirtschaftsverbände. Wir müssen eben gemeinsam einen sozialverträglichen Ausstieg erarbeiten. Wir brauchen jetzt keine Debatten über Jahreszahlen, sondern eine Debatte über neue Chancen für die Menschen und Regionen, wenn der Braunkohleabbau und die Kohleverstromung einem Ende zugeführt wird. Die Akzeptanz unseres Weges zur Treibhausgasneutralität hängt eben an der Frage der Gerechtigkeit. Das scheinen Sie manchmal aus dem Blick verloren zu haben. Dieser Prozess ist der Lackmustest für unsere Klimaschutzpolitik. Und nur wenn wir den Kohleausstieg sozialverträglich organisieren, werden wir glaubhaft den Transformationsprozess unserer Volkswirtschaft insgesamt angehen können. Nur wenn wir in Deutschland einen sozial gerechten Weg in Richtung Treibhausgasneutralität finden, werden andere Länder uns folgen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der britische Philosoph Alfred North Whitehead hat einmal gesagt, die Kunst des Fortschritts besteht darin, inmitten des Wechsels Ordnung zu wahren und inmitten der Ordnung den Wechsel zu wagen. Ich denke, das haben wir in den vergangenen 4 Jahren geschafft und daran werden wir anknüpfen können, in welcher Rollenverteilung auch immer. Herzlichen Dank. Soweit die Rede von Bundesumweltministerin Barbara Hendricks, die hier die Klimaschutzpolitik ihrer Regierung verteidigt hat. Wie es auch zu erwarten war, die Bilanz sei nicht so schlecht, hat Barbara Hendricks gesagt. Und im Übrigen gehe Klimaschutz mit Gerechtigkeit einher. Nächster Redner ist Andreas Jung, der Klimaschutzbeauftragte der Unionsfraktion. Dank an die ausscheidenden Kolleginnen anschließen. Und liebe Bärbel Höhn, ich sage es mit Respekt vor Ihrer Arbeit. Ich bin sicher, dass Sie hier mehr Spuren hinterlassen werden als den von Ihnen initiierten Bundestagsbienenstock. Alles Gute weiterhin. Der Honig ist exzellent und wir werden weiter daraus saugen können. Ich will deshalb auch ganz bewusst, weil es mehrfach angesprochen wurde, diese fraktionsübergreifenden Gemeinsamkeiten und den Konsens, den wir in vielen Fragen haben, zu Beginn meiner Rede stellen, weil es genauso ist, wie auch schon die Anja Weisgerber betont hat. Ja, wir haben in diesem Haus hier einen breiten Konsens darüber, was für eine große Herausforderung, was für eine große Bedrohung der Klimawandel ist. Klimawandel ist eine der großen Bedrohungen unserer Zeit im globalen Maßstab, der viele Menschen in ihren Lebensgrundlagen bedroht, wo es um die Veränderung unserer Welt, wo es um unsere Lebensgrundlagen tatsächlich geht. Und deshalb haben wir allen Grund, gemeinsam dafür zu ringen, dass wir hinkommen zu Klimaschutz. Und für uns Christdemokraten geht es dabei auch um die Bewahrung der Schöpfung. Und deshalb halten wir das für ein ganz wichtiges Ziel, hinter dem wir in großer Geschlossenheit in CDU, in CSU und in unserer gemeinsamen Fraktion stehen. Und deshalb ist es uns auch in besonderer Weise wichtig gewesen, dass wir das Klimaabkommen erreicht haben. Es gibt auch da, wie ich finde, eine große Kontinuität im Eintreten unterschiedlicher Bundesregierungen, unterschiedlicher Farben. Und es war wichtig und richtig und ein Durchbruch, dass es gelungen ist, im Jahr 2015 in Paris das Weltklimaabkommen zu erreichen. Und jetzt muss es darum gehen, es konsequent umzusetzen in allen Ländern und es damit zum Erfolg zu machen und so den Klimaschutz gemeinsam voranzubringen. Und deshalb eint uns auch die Ablehnung und eigentlich die Empörung über den amerikanischen Präsidenten Donald Trump, der quasi mit einem Federstrich sagt, wir steigen jetzt da aus, wir machen nicht mehr mit, America first und nach mir die Sintflut und Klimaschutz
den anderen überlassen möchte. Das können wir nicht akzeptieren. Und deshalb ist es unsere Haltung und deshalb unterstützen wir die Bundesregierung darin, jetzt alle zu überzeugen, zu sammeln, zu bestärken, die dieses Abkommen unterschrieben haben in dem UN-Format, aber auch in Vorbereitung des G20-Gipfels in Hamburg. Wir brauchen hier ein klares, starkes Signal für den Klimaschutz. Die Bundesregierung arbeitet dafür und dafür hat sie die Unterstützung, ich glaube, des ganzen Hauses. Und selbstverständlich stellen wir uns der Diskussion, was heißt das in Deutschland? Ich würde Ihnen widersprechen wollen, Frau Höhn, wenn Sie sagen, wir müssen endlich beginnen, Klimaschutz zu machen. Das wird, wie ich finde, unserer Klimapolitik nicht gerecht. Es wird übrigens ja auch Ihrer eigenen Regierungszeit nicht gerecht. Deutschland hat längst begonnen. Deutschland gehört hier zu den prägenden Kräften. Deutschland gehört zu den Vorreiterkräften. Und jetzt gilt es, darauf aufzubauen. Und das, was wir auf den Weg gebracht haben in dieser Legislaturperiode, in den nächsten Jahren konsequent umzusetzen. Und ich will ganz ausdrücklich anknüpfen an die Bundesumweltministerin, auch an Anja Weisgerber, die beide den Klimaschutzplan 2050 genannt haben. Das ist die Grundlage für unser Bemühen und Bestreben in den nächsten Jahren. Und deshalb müssen wir in den Themen Kohle, bei Verkehr, bei Landwirtschaft, bei Energieeffizienz und Wärme jetzt konsequent vorangehen. Und ja, ich halte es auch für richtig und notwendig, dass wir da eine Schippe drauflegen, dass wir alles versuchen, diesen Prozess zu beschleunigen. Wir dürfen nicht warten. Wir müssen hier engagiert und konsequent vorangehen. Und deshalb halte ich es auch für notwendig, dass wir den Kohleausstieg angehen, dass wir, so wie es dort verabredet ist, diese Kommission sofort in der nächsten Legislaturperiode einsetzen und mit den Beteiligten zu einem Ergebnis kommen, wie wir unter Berücksichtigung der Strukturfragen in den Regionen, unter Berücksichtigung der Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, schrittweise aus der Kohle aussteigen und schrittweise damit den Umbau zu einer dekarbonisierten Energiewirtschaft schaffen. Das ist notwendig und ohne das wird es überhaupt gar nicht gehen. Und ich bin auch der Meinung, dass wir den Verkehrssektor in den Blick nehmen müssen. Und bin da allerdings anderer Meinung als die Kollegin Leidig. Ich glaube, wir sollten das nicht allzu sehr gegeneinander ausspielen. Natürlich brauchen wir den Ausbau von Schiene, wir brauchen aber auch den Ausbau der Straße, weil Stau kein Beitrag zum Klimaschutz ist und wo wir deshalb Stauschwerpunkte haben. Und gerade im ländlichen Raum brauchen wir neben dem Ausbau von Schienen auch Straßen. Wir brauchen nur eben umweltfreundliche Autos, die auf diesen Straßen fahren. Und deshalb unterstützen wir die Bemühungen, die die Bundesregierung ja schon angestoßen hat im Bereich des nationalen Aktionsplans Elektromobilität, Elektroautos, Ökostrom als Benzin von morgen. Das ist unser Ziel. Das müssen wir auf die Straße bringen. Da muss es auch noch schneller gehen. Aber da ist ja vieles auf den Weg gebracht worden, auf das man jetzt aufbauen kann. Unsere Antwort sind ja nicht die Verbote und Befristungen, die die Grünen jetzt beschlossen haben. Das ist ja übrigens auch nicht die Meinung des baden-württembergischen Ministerpräsidenten, sondern unsere Meinung ist, dass wir auch da mit allen Beteiligten, auch gemeinsam mit der Automobilindustrie, mit der Forschung, hier alles dafür tut, dass das Auto der Zukunft, das Öko-Auto der Zukunft made in Deutschland ist und wir es dann in alle Welt exportieren und wir so aber auch einen Beitrag zur Reduzierung der Treibhausgase in unserem Land machen. Letzte Bemerkung. Ich bin sehr dankbar, dass die Bundeskanzlerin in dieser Woche angekündigt hat, ja, wir wollen einen neuen Versuch unternehmen, um die steuerliche Förderung der Gebäudesanierung auf den Weg zu bringen. Wir haben es hier ja schon beschlossen im Bundestag. Wir im Bundestag haben es beschlossen. Es ist an den Ländern gescheitert und am Bundesrat. Jetzt machen wir einen neuen Anlauf. In NRW, habe ich gesehen, steht es im Koalitionsvertrag drin. Die wollen das jetzt auch unterstützen, in vielen anderen Ländern auch. Und dann sollte es doch eine Chance geben. Das müssen wir schaffen. Sonst werden wir der Verantwortung, die wir hier für Klimaschutz haben und der besonderen Bedeutung, die Energieeffizienz dabei hat, nicht gerecht. Es gibt also viel zu tun und ich freue mich mit der Leidenschaft, die ja bei allen hier zum Ausdruck gekommen ist, daran mit Ihnen gemeinsam weiterzuarbeiten. Vielen Dank. Soweit Andreas Jung für die CDU-CSU-Fraktion, der hier die Vorstellung seiner Fraktion vorgestellt hat. Weiter geht es mit Heike Hensel, der Sprecherin für Entwicklungspolitik der Linksfraktion. Oh.
Ja, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Frau Präsidentin, von den Folgen der Erderwärmung sind jetzt bereits die Länder am härtesten betroffen, die am wenigsten zum Klimawandel beigetragen haben, die Länder des Südens. Und ganz aktuell erleben wir in Ostafrika die größte humanitäre Katastrophe seit Gründung der Vereinten Nationen. Über 25 Millionen Menschen sind vom Hungertod betroffen. Und auch die Klimazerstörung hat aufgrund der lang anhaltenden Dürre dazu beigetragen. Es ist die ökologische Schuld des Nordens. Und deswegen braucht es nicht nur mehr Hilfsgelder von hier, sondern es braucht endlich eine ernsthafte, echte Klimaschutzpolitik. Es wurde auch angesprochen, die Warnungen häufen sich vor dreistelligen Millionenzahlen von Klimaflüchtlingen in den nächsten Jahrzehnten. Diese Klimazerstörung ist auch eine der großen Fluchtursachen, die endlich bekämpft werden muss. Für uns ist aber wichtig, Klimaschutz ist nicht nur eine Frage alternativer Technologien, alternativer Energieträger, sondern wir müssen uns auch mit diesem herrschenden Wirtschaftssystem und seiner globalen Handelsordnung auseinandersetzen. Wenn wir nicht aus dieser neoliberalen Globalisierung, die auf Ausbeutung der Rohstoffe, auf Profitmaximierung für wenige setzt, können wir die Klimaschutzziele nicht erreichen. Und dazu gehört auch der zerstörerische Freihandel, der Landgrabbing vorantreibt, der kleinbäuerliche Existenzen zerstört, der Monokulturen, Palmöl, Soja, soweit das Auge reicht, betreibt. All das muss endlich aufhören. Freihandel ist kein Beitrag zum Klimaschutz. Wir brauchen keinen grünen Kapitalismus, sondern endlich internationale solidarische Zusammenarbeit. Und dafür haben wir auch Vorschläge gemacht, zum Beispiel auf UN-Ebene endlich einen Kompensationsfonds einzurichten für die Folgen von Klimawandel und Kolonialismus, der von den Industriestaaten finanziert werden muss, für die Länder des globalen Südens, verbunden mit einem solidarischen Wissens- und Technologietransfer für eine globale Energiewende. Die Energiewende muss als Gemeinschaftsgut angesehen werden, als globales Gemeinschaftsgut und nicht länger als Handels- und Renditeobjekt oder als neuer finanzieller Exportschlager. Dazu gehört auch, dass wir die Klimafinanztransfers für den Süden nicht verrechnen mit der Entwicklungsfinanzierung. Wir brauchen eine eigene Finanzierung für die Anpassungsmaßnahmen. Soziale und ökologische Entwicklung müssen hier zusammengehen. Der G20-Gipfel sendet seine Zeichen voraus. Er wurde hier öfters erwähnt. Und Angela Merkel rüstet sich für das Treffen mit Donald Trump. Sie ist ja extra noch nach Rom gefahren, um sich den Segen des Papstes dafür zu holen. Ich möchte aber davor warnen, dass Angela Merkel hier jetzt als die Klimaretterin in Hamburg betrachtet wird. Denn was hat sie gesagt? Sie will auf dem Gipfel in Hamburg ein Bekenntnis zum Freihandel. Was für eine fatale Ankündigung. Genau das wollen wir nicht, noch mehr Freihandel und noch mehr Ausbeutung, sondern wir wollen endlich, dass es eine international gerechte Handelsordnung gibt. Sie ist der beste Beitrag zum Klimaschutz. Und dafür werden viele, Frau Roth, da sind Sie ja vielleicht auch dabei. Oh, Entschuldigung, es hat gewechselt. Entschuldigung. Und dafür werden viele in Hamburg am 8. Juli auf die Straße gehen. Ein breites Bündnis für mehr Klimaschutz gegen den von Merkel angekündigten Freihandel. Da sind Sie alle eingeladen, hinzukommen. Ja, Frau Kollegin, man ist nicht von mancher Überraschung gefeit. Heike Hensel war das, die Sprecherin für Entwicklungspolitik der Linksfraktion. Weiter geht es jetzt mit Frank Schwabe für die SPD. Frau Präsidentin, das stimmt in jedem Fall, verehrte Kolleginnen und Kollegen, verehrte Damen und Herren. Die Dankesworte sind schon viele gerichtet worden. Ich will mich aber noch mal anschließen und will mich bedanken bei Herrn Bärbel Höhn, aber auch bei Eva Bulling-Schröter. Josef Göppel kann jetzt, glaube ich, nicht da sein. Aber das war beeindruckend, eure Arbeit. Ihr habt ganz viel getan für den deutschen und den europäischen
Klimaschutz. Ich habe das immer mit einer vollen Leidenschaft gemacht und wir haben es, glaube ich, wirklich ganz gut gemacht, fraktionsübergreifend. Deswegen ganz herzlichen Dank nochmal dafür. Ja, mit dem Klimaschutz ist das so eine Sache, liebe Kolleginnen und Kollegen. In der Tat, man kommt sich oft vor in der Echternach, wie in der Echternacher Springprozession, aber das ist bei anderen politischen Themen ja auch entsprechend der Fall. Und in der Tat, das, was Trump da betreibt an Realitätsverweigerung, schlägt dem Fass natürlich an vielen Stellen den Boden aus. Und die entscheidende Frage wird aber sein, wie wir eigentlich damit umgehen, wie wir darauf entsprechend reagieren. Und es stimmt schon, es ist richtig, sich dagegen zu positionieren. Es ist aber auch noch viel richtiger und wichtiger, mit einer klaren Ambitionssteigerung in Europa und auch entsprechend in Deutschland darauf zu reagieren. Das ist, glaube ich, richtig. Und es ist klar und wichtig, dass wir beim G20-Gipfel, und ich glaube, das ist die Erwartung des ganzen Hauses, eine klare Positionierung haben, dass die anderen 19 Staaten Europas und der Welt aber weitermachen wollen mit einem ambitionierten Klimaschutz. Ich glaube, das ist unsere gemeinsame Erwartungshaltung. Was wurde eigentlich erreicht in den letzten Jahren, in den letzten 4 Jahren? Man muss sich immer noch mal klar machen, vergisst das immer in der aktuellen Debatte, dass das Klimaschutzziel bis zum Jahr 2020, 2007 entwickelt wurde, rund um die Klimakonferenz in Bali, also -40% von 1990 bis 2020. Und dass wir lange dieses Ziel hatten, aber lange einfach nicht genug getan haben, um diesem Ziel entsprechend gerecht zu werden. Wir wussten zum Teil zwischendurch gar nicht, wo wir eigentlich sind auf dem Weg dieser Zielerreichung. Es war wirklich das Verdienst dieser Bundesregierung, dieser Bundesumweltministerin, uns ehrlich zu machen, uns klar zu machen, wo stehen wir eigentlich, uns klar zu machen, dass das, was wir bisher getan haben, nicht ausreicht, um unsere Ziele zu erreichen. Und dann gab es Programme, die verabschiedet worden sind mit dieser Bundesregierung, auch im Deutschen Bundestag. Die haben aber am Ende auch nicht ausgereicht. Das muss man ehrlicherweise sagen. Wir sind einen Schritt weitergekommen bei der Erreichung des 40-Prozent-Ziels. Aber es ist dringend notwendig, dass die neue Bundesregierung, welche auch immer das ist, sich hinsetzt, ganz zu Beginn eben in den Koalitionsverhandlungen der Legislaturperiode und neue Maßnahmen beschließt, damit wir dieses 40-Prozent-Ziel entsprechend noch erreichen können. Das Thema Kohleausstieg ist angesprochen worden. Es ist halt schwierig. Wenn es konkret wird, ist es immer sehr schwierig. Aber ich glaube, es ist mittlerweile eigentlich ein Konsens über alle Fraktionen, dass in der Tat es eine Beendigung geben wird der Nutzung auch von Kohle in diesem Land. Es ist eben die Frage, in welchen Zeiträumen und wie wir das so machen. Und das ist das zentrale Anliegen jedenfalls auch meiner Fraktion, dass wir das so machen, dass, wie das bei uns heißt, die Menschen nicht ins Bergfreie fallen. Das wird zu organisieren sein. Dazu gibt es viele Hinweise in den Ministerien, aber auch im Wahlprogramm der SPD. Das wird Aufgabe für die nächste Legislaturperiode, vielleicht eine zentrale Aufgabe sein. Bei vielem, was erreicht worden ist, sind wir allerdings, wenn man sich eben anguckt, was ist eigentlich an Zielen zu erreichen, nicht in der Spur. Das muss man ehrlicherweise sagen, weder in Richtung 2020 noch in Richtung 2050. Da muss vieles dazukommen. Wir haben jetzt in der SPD-Fraktion am Dienstag noch mal ein Papier verabschiedet. Das hat der Klaus Mintrup koordiniert über alle Arbeitsgruppen, wo wir deutlich gemacht haben, dass zum Beispiel die Ausbauziele im erneuerbaren Energiebereich nicht ambitioniert genug sind. Wenn wir andere Sektoren im Wärme- und im Verkehrsbereich mit einbeziehen wollen, dann müssen diese Ziele deutlich nach oben gehen. Und wir machen im Wahlprogramm deutlich, dass es eben nicht ausreicht, von 80-95% zu reden in Richtung 2050 an Treibhausgassenkung, sondern wir müssen eher am oberen Ende sein. Wir brauchen ein Klimaschutzgesetz, nicht um die Wirtschaft zu gängeln, sondern ganz im Gegenteil, um verlässliche Rahmenbedingungen zu geben. Und wir brauchen auch Hilfestellung für den europäischen Emissionshandel. Wenn das zentrale Instrumentarium sein soll, dann muss der Emissionshandel beweisen, dass er es auch kann. Wenn er das eigenständig nicht kann, dann braucht er auch Hilfestellung. Und das sind aus unserer Sicht CO2-Mindestpreise, die möglichst im EU-Kontext, aber mindestens mit einer Reihe europäischer Staaten zu verabreden sind. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Glück auf. Vielen Dank, Herr Kollege Schwabe. Als nächster Frank Schwabe war das für die SPD. Der Kohleausstieg, zumindest der Angang dessen, sei das wichtigste Ziel oder eines der wichtigsten Ziele der nächsten Legislaturperiode, hat er behauptet. Weiter geht es mit Thomas Gebhardt für die CDU-CSU. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist gut, dass wir gegen Ende der Wahlperiode hier noch einmal Gelegenheit haben, auch grundsätzlich über die Frage des Klimaschutzes miteinander zu debattieren. Und dass wir die Gelegenheit haben, auch noch einmal deutlich zu machen, an welchen Stellen gibt es Gemeinsamkeiten, Schnittmengen, aber auch deutlich zu machen, an welchen Stellen unterscheiden wir uns in den Positionen. Zunächst, als Christdemokrat ist mir der Klimaschutz
ein Kernanliegen. Es geht um den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. Es geht um die Bewahrung der Schöpfung. Es ist eben auch eine ethische Frage. Es ist aber auch eine Frage der Vernunft, auch der ökonomischen Vernunft, dass wir den Klimawandel begrenzen auf ein verantwortbares Maß. Meine Damen und Herren, der Klimaschutz ist eine globale Herausforderung. Und deswegen war es so wichtig, dass es in Paris gelungen ist, diesen internationalen Vertrag abzuschließen. Es war ein riesiger Fortschritt. Aber wir wissen eben auch, dieser Vertrag steht zunächst einmal nur auf Papier. Diese 29 Artikel von Paris sind teilweise auch sehr vage, weich formuliert. Er bietet viele Schlupflöcher. Und dahinter steckt schlicht und ergreifend, dass wir es mit unterschiedlichen Interessen zu tun haben. Es gibt Länder, die für weitgehenden Umwelt- und Klimaschutz streiten. Aber es gibt eben auch Länder, die ganz andere Ziele haben, die vor allem auf Wohlstand, mehr Wachstum setzen. Und deswegen wird die Umsetzung dieses Vertrages alles andere als ein Selbstläufer werden. Aber ich bin zutiefst überzeugt, wir werden bei der Umsetzung umso besser vorankommen, je besser es uns gelingt, diese Interessensgegensätze zu überwinden, also Umwelt und Klimaschutz auf der einen Seite und Wirtschaft und Wohlstand auf der anderen Seite zusammenzubringen. Und diesen Weg müssen wir gehen, beides zusammenbringen. Und das wird nur gehen mit neuen Technologien, mit Innovation, mit Forschung und Entwicklung, mit marktwirtschaftlichen Instrumenten und Anreizen. Und da haben wir eine ganze Menge gemacht. Ich will nur ein Beispiel nennen. Wir haben hier vor kurzem ein neues Verpackungsgesetz beschlossen. Dieses Gesetz gibt ganz konkret Anreize, Verpackungen stärker wieder zu recyceln, zu neuen Rohstoffen zu machen. Das heißt, mehr von dem, was die Bürger in den gelben Sack hineinsortieren, wird recycelt, weniger wird verbrannt. Und das ist auch ein ganz konkreter Beitrag zum Klimaschutz. Und es ist ein schönes Beispiel, das zeigt, wie Umwelt und Wirtschaft vernünftig zusammengehen können. In diesem Weg stecken erhebliche wirtschaftliche Chancen drin. Es geht um Märkte der Zukunft. Und das ist auch ein wesentlicher Grund dafür sicherlich, warum der amerikanische Präsident Donald Trump mit seiner unsäglichen Entscheidung, aus diesem Klimaschutzabkommen auszusteigen, bisher keine wirklichen Nachahmer gefunden hat. Das war die eigentliche Sensation der letzten Klimakonferenz in Marrakesch. Und bis heute ist es bemerkenswert, dass er keine wirklichen Nachahmer gefunden hat. Damit das aber so bleibt, ist es entscheidend, dass wir immer wieder unter Beweis stellen, Klimaschutz und starke Wirtschaft sind eben keine Gegensätze, sondern beides geht zusammen. Das ist der Weg, den wir weitergehen, unser Weg bei der Umsetzung des Klimaschutzes. Meine Damen und Herren, ein anderer Weg. Und das ist das, was zum Teil die Grünen in dieser Frage vertreten. Das ist ein eher rückwärtsgewandter Weg, der vor allem setzt auf Verzichten, auf Einschränken, gar auf Deindustrialisieren, auf Verbieten. Sie wollen zum Beispiel die Kohleverstromung ab einem bestimmten Zeitpunkt verbieten. Ministerin Hendricks hat darauf hingewiesen. Sie haben ganz unterschiedliche Zeitpunkte. 2030 haben Sie jetzt gefordert. Im letzten Jahr war es 2025. Und heute liegt zur Abstimmung ein Antrag der Grünen, in dem steht drin, innerhalb der nächsten 2 Jahrzehnte. Da frage ich Sie, was gilt denn nun? Aber diese ganze Unentschlossenheit und dieses Hin- und Herschwimmen, was dieses konkrete Datum angeht, zeigt doch eigentlich nur die ganze Misere Ihres Ansatzes. Nämlich, es macht wenig Sinn, ein politisches Ausstiegsdatum heute festzulegen, ohne zu wissen, wann und wie dieser Ausstieg zu erreichen ist. Wir wissen heute nicht, wann genau die Kohle in großem Stil durch saubere Alternativen zuverlässig zu vertretbaren Preisen ersetzt werden kann, sodass an jedem Ort in Deutschland zu jedem Zeitpunkt des Jahres ausreichend Strom zur Verfügung steht. Wir wissen es nicht und deswegen macht es wenig Sinn, dieses Datum heute festzulegen. Viel wichtiger ist es,
dass wir die Alternativen voranbringen. Das ist die eigentliche Voraussetzung für den Ausstieg der Kohle. Die Alternativen voranbringen muss Hand in Hand gehen damit, dass die Kohleverstromung reduziert wird. Meine Damen und Herren, die Alternativen voranbringen, die erneuerbaren Energien, die Netze ausbauen. Wir müssen bei den Speichertechnologien entscheidend vorankommen. Wir müssen auch Forschung und Entwicklung setzen auf neue Technologien. Wir müssen vor allem auch offen sein für neue Technologien. Das ist der Weg, den wir gehen, den wir auch weiterhin gehen werden. Und dafür werbe ich, weil wir auf diesem Weg mit Sicherheit dem weltweiten Klimaschutz einen besseren Dienst erweisen, als wenn wir Ihren Weg gehen würden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Gebhardt. Thomas Gebhardt war das für die CDU-CSU-Fraktion mit den Ideen der Union für einen besseren Klimaschutz. Weiter geht es mit Andreas Rimkus für die SPD. Liebe Zuhörende auf den Rängen, am Ende einer Legislaturperiode ist es für jeden von uns vermutlich immer auch eine Gelegenheit zur Rückbesinnung auf das Geschaffte. Für mich bietet heute der Antrag, jetzt mit wirksamem Klimaschutz die ökologische Modernisierung angehen und die Klimaschutzlücke schließen, der Fraktion der Grünen einen guten Anlass dazu. Sie schreiben nämlich von einem Bekenntnis der Kanzlerin zum Pariser Abkommen und knüpfen dann mit den Worten an, ich zitiere, doch den warmen Worten folgen zu Hause keine Taten. Was für eine gute Gelegenheit, gemeinsam mit Ihnen die letzten 4 Jahre noch einmal Revue passieren zu lassen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ziemlich zu Beginn der Legislaturperiode beschlossen wir das Elektromobilitätsgesetz, das erstmals gesetzlich festlegte, was wir an den elektrischen Antrieben denn definieren. Darüber hinaus haben wir, besonders als SPD-Fraktion, für die Ausfinanzierung des Nationalen Innovationsprogramms für Brennstoffzellen und Wasserstofftechnologie gesorgt und uns dann auch für seine Weiterführung stark gemacht. Nicht unwesentlich ist dies verbunden mit dem Vorankommen beim wichtigen Ausbau der Wasserstofftankstellen. In dieser Legislatur haben wir außerdem verschiedene Förderrichtlinien auf den Weg bringen können, die eins doch deutlich machen, elektrische Antriebe sind auf unseren Straßen schon längst Realität. Projekte zu innovativen Ideen, die Umrüstung des ÖPNV und den Ausbau der Ladeinfrastruktur konnten wir mit diesem Geld voranbringen. Und es geht weiter. Die Verlängerung der Steuerbegünstigung für Elektrofahrzeuge und die Kraftstoffe Erd- und Autogas sind ebenfalls ein wichtiger Bestandteil einer technologieoffenen Förderung. Auch weiterhin werden wir unseren Blick für die unterschiedlichen technologischen Möglichkeiten offen halten. Nach schwierigen Verhandlungen konnte die so wichtige Ladesäulenverordnung auf den Weg gebracht werden. Sie bildet die Grundlage für die Schaffung eines europäischen Systems. Denn was bringt mir ein Fahrzeug, das ich nach dem Verlassen Deutschlands nicht mehr laden kann, weil der Stecker nicht passt? Ein wichtiges Thema aber auch beispielsweise für Handwerksbetriebe war die Anpassung der Gewichtsklassifizierung bei der Fahrerlaubnis. Für Nutzende, die gern bei ihrem Arbeitgeber laden, haben wir den geldwerten Vorteil aufgehoben und die Regelung sogar auf betriebliche Fahrzeuge erweitert. Letztlich möchte ich die Beschaffungsinitiative des Bundes nicht unerwähnt lassen. Denn immerhin haben wir uns gemeinsam zum Ziel gesetzt, dass endlich 20% unserer eigenen Fahrzeuge im Fuhrpark des Bundes mit elektrischen Antrieben ausgestattet werden. Und der Umweltbonus. Denn auch wenn der Verkauf von Fahrzeugen und Schleppen vorangeht, ja, verzeichnen wir doch stetiges Wachstum. Es gilt wie so oft im Leben, wir müssen so geduldig sein, dass ein Kamel hysterisch erscheint. Ist nicht von mir, ist von Rafik Shami, aber könnte von mir sein. Ich glaube, da ist auch was dran. Ich könnte die Liste fortführen, möchte aber die Zeit nutzen, um über das zu sprechen, was vor uns liegt. Isolierte Maßnahmen habe ich gerade beschrieben im Verkehrssektor. Aber im Wesentlichen geht es doch darum, die Zukunft zu beschreiben, um die Sektoren zusammenzubringen. Die Energie und den Verkehr sowie die immobile Seite, die Wärmeseite. Diesen Prozess haben wir als SPD-Fraktion bereits begonnen und gemeinsam mit den Berichterstattern aus Verkehr, Wirtschaft, Umwelt und Landwirtschaft das Positionspapier Investieren für Arbeit, Innovation, Klimaschutz und gutes Leben erarbeitet. Ressortübergreifend konnten wir damit den Aufschlag für eine gemeinsame Vision machen. Um es auf den Punkt zu bringen, in der Sektorenkopplung liegt die Zukunft. Mobilität wird künftig nicht mehr ohne das Stromnetz denkbar sein. Neben der Batterietechnologie wird im Besonderen der Wasserstoff eine zentrale Bedeutung bekommen.
Daher haben wir uns mit dem Papier, dem Thema und in der Anerkennung und Förderung des grünen Wasserstoffs noch einmal speziell gewidmet. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, für meine Fraktion kann ich also sagen, dass es auch in der nächsten Legislatur nicht bei warmen Worten bleiben wird. Ich freue mich schon darauf, daran mitarbeiten zu dürfen. Vielen Dank fürs Zuhören. Andreas Remkus war das für die SPD-Fraktion. Geduldig müsse man sein, auch beim Klimaschutz, hat er gesagt. Weiter geht es mit Herlind Gundelach für die CDU-CSU. Danke. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Politik findet ja nicht nur im Formulieren von Zielen und Visionen statt. Und ich denke, darüber haben wir heute auch sehr viel gehört. Und wir sind uns auch in vielen Zielen, denke ich, sehr einig. Sondern Politik findet auch sehr konkret statt. Und deswegen möchte ich heute ein bisschen Bilanz ziehen nach vielen Diskussionen, die ich vor allem mit den Kollegen und Kolleginnen von den Grünen hier im Plenum des Deutschen Bundestags, aber auch im Wirtschaftsausschuss, aber auch bei vielen Veranstaltungen geführt habe. Und da möchte ich ein bisschen Bilanz ziehen und vielleicht auch mal so ein paar Sachen klarstellen. Wir, die CDU-CSU-Bundestagsfraktion und die Bundesregierung unter Führung unserer Bundeskanzlerin, haben die Energieeffizienz immer als zweite Säule der Energiewende verstanden und auch danach gehandelt. Wir haben alleine für die Jahre 2016 bis 2020 rund 17 Milliarden Euro für Energieeinspar- und Energieeffizienzprogramme zur Verfügung gestellt. Und wir haben in den letzten Jahren einen riesigen Strauß an Initiativen und Impulsen auf den Weg gebracht. Und dennoch stehe ich heute hier und muss mir anhören, dass wir in vielen immer noch nicht genug machen. Das heißt, ich denke, wir haben schon irgendwie auch hier ein bisschen Wahlkampf. Deswegen möchte ich heute mal ganz konkret nochmal, da wir der ja auf der Tagesordnung steht, auf den Antrag der Grünen zum Sprechen zu kommen zum Thema Wärme. Ich habe bereits bei der ersten Beratung Ihres Antrags betont, dass ich Ihrem Ziel einer nachhaltigen und auch sozial gerechten Wärme durchaus zustimme. Aber es macht mich wirklich langsam ein bisschen ärgerlich, dass Sie beim Klimaschutz und auch bei der Förderung der Energieeffizienz prinzipiell den Ansatz verfolgen, alles oder nichts, schwarz oder weiß, gut oder böse. Und politisch umgesetzt heißt das dann, umfangreiche Förderung mit Mitnahmeeffekten für die Guten und für die Bösen ein Verbot. So können Sie auf lange Sicht, aus meiner Sicht zumindest, keine Politik machen. Mir fehlt da jeglicher Realitätssinn. Deswegen möchte ich mal einige Ihrer Forderungen mir ganz konkret anschauen. Sie wollen mehr Geld für energetische Sanierung, um genau zu sein. Sie wollen 7 Milliarden und würden damit die jetzigen Mittel verdoppeln, obwohl diese Gelder in den letzten Jahren schon gar nicht abgeflossen sind. Warum soll ich diese Mittel dann verdoppeln? Das leuchtet mir nicht ein. Sie wollen CO2 stärker als Steuerungsgröße verankern. Ich denke, das kann auch ein richtiger Ansatz sein. Darüber lassen wir auch durchaus mit uns diskutieren. Wenn CO2 volkswirtschaftlich für alle Sektoren einen Preis hätte, hätten wir ein einheitliches marktwirtschaftliches Instrument, durch das sich die CO2-ärmste Technologie aufgrund ihres Preises auch durchsetzen könnte. Aber für Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, gibt es eben Technologien, die in dieser Marktwirtschaft nicht mitmachen sollen, wie zum Beispiel auf fossilen Rohstoffen basierende Heizungsanlagen. Sie wollen eine erneuerbare Pflicht im Gebäudebereich und laufen damit Gefahr, die negativen Erfahrungen aus Baden-Württemberg aufs gesamte Bundesgebiet zu übertragen. Außerdem denke ich, sollte man auch seine Vorhaben immer zu Ende denken. Nehmen Sie zum Beispiel das Thema Batterie, die ja nach Ihren Plänen im großen Umfang als Speicher in den Heizungskellern benötigt würden und deren Herstellung noch unglaublich viel CO2 verbraucht. Hier muss eine ordentliche Bilanz her oder, wie Sie immer fordern, der ökologische Rucksack muss geschnürt werden. Was wir aber auf alle Fälle brauchen, und ich glaube, da müssen wir uns einig sein, wir brauchen noch viel Forschung und Entwicklung auf diesen Feldern. Nach all dem, was wir in den letzten Jahren bei der Energiewende angeregt und initiiert haben, stehen wir heute offenkundig in manchen Bereichen vor Zielkonflikten. Wo wollen wir hin? Wollen wir vor allem CO2 einsparen oder wollen wir die Erneuerbaren nur um der Erneuerbaren willen fördern? Und die Frage ist, wie können wir das kostengünstig erreichen? Für mich ist ganz klar, dass wir unsere ambitionierten Ziele nur erreichen, wenn wir als Gesetzgeber Rahmenbedingungen schaffen, und das haben wir in dieser Legislaturperiode gemacht, die sehr viel Raum für Innovation und verschiedene Lösungskonzepte lassen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir aufgrund des Tempos, in dem neue Technologien entwickelt werden, keine Entscheidungen treffen dürfen, die Lock-in-Effekte nach sich ziehen. Frühzeitige technologische Festlegungen unterbinden nämlich Innovationen und treiben die Kosten langfristig in die Höhe. Wir alle wissen nicht, welche Möglichkeiten uns in ein paar Jahren zur Verfügung stehen. Ist Gas in ein paar Jahren vielleicht ausschließlich grün? Wäre sehr schön. Dann wäre es aber doch sehr schade, wenn die jetzt existierende Infrastruktur bis dahin durch eine falsche Politik Schaden genommen hätte, nur weil heute noch ein fossiler Energieträger da durchfließt.
Ich bin davon überzeugt, dass wir die Energiewende als eine Herausforderung für Wissenschaft und Forschung verstehen müssen. Und die Politik muss diese Entwicklung bestmöglich flankieren, wie zum Beispiel die durch die heute auch schon in der vorigen Debatte erwähnte steuerliche Absetzbarkeit der Forschung auch in Unternehmen, die hoffentlich dann auch in der nächsten Legislaturperiode tatsächlich kommt. Technologieoffenheit ist für uns in der CDU-CSU-Fraktion ein Muss, und diese Technologieoffenheit muss auch für fossile Energieträger gelten. Und wenn man sich die aktuellen Zahlen anschaut, wird einem klar, wir könnten im Sinne des Klimaschutzes auch sehr viel, auch relativ einfach erreichen. Denn 54% der Heizungen in Mehrfamilienhäusern und 50% der Heizungen in Einfamilienhäusern sind 18 Jahre alt oder älter und folglich nicht sehr effizient. Und bei neuen Heizungen werden hier Einsparungen bis zu 30% möglich. Weshalb soll ich das jetzt sozusagen schlagartig verbieten? Das leuchtet mir aus meiner Sicht nicht ein. Es geht doch darum, dass wir insgesamt mehr CO2 einsparen, weil das ist das, eines der entscheidenden Treibhausgase. Und deswegen sind alle Maßnahmen sinnfällig, die dazu beitragen, und nicht Maßnahmen, die darauf zielen, dass die Menschen warten, ob es vielleicht in 2, 3, 4, 5 Jahren noch eine andere Technologie gibt, die dann so optimal ist, dass sie sie dann einsetzen. Deswegen ist es aus meiner Sicht kontraproduktiv, die Förderung von eben diesen Heizungsumrüstungen, beispielsweise von alten Gas auf neue Gasheizungen, jetzt einfach abzuwürgen. Und diese Aussage oder diesen Wunsch richte ich auch ganz bewusst an das Bundeswirtschaftsministerium mit Blick auf seine jüngst veröffentlichte neue Förderstrategie. Wir brauchen in Sachen Klimaschutz und Energieeffizienz den größtmöglichen Instrumentenkasten, und wir müssen alle Wege nutzen, um CO2 einzusparen. Und deswegen bitte ich auch Sie alle Kollegen ganz herzlich, dass wir in diesem Sinne weitermachen. Lassen Sie uns alle Möglichkeiten nutzen, nicht vielleicht die etwas weniger vollkommenen von heute jetzt schon nutzen, als auf die ganz vollkommenen in der Zukunft warten. Denn das tut, glaube ich, dem Klima auch nicht gut. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Ich schließe die Aussprache. Soweit die Rede von Herlin Gundelach hier für die Unionsfraktion. Sie war die letzte Rednerin in dieser Debatte zum Thema Klimaschutz, basierend auf mehreren Anträgen der Grünen.